der Diktator von Nordkorea, ist aber gleich Holzkopf wie der Donald Trump. Die tun da beide ein bisschen Raketen bauen und mit Nuklearsprengköpfen bereitstellen. Und es sind beide nicht so gesund, sie sind beide viel zu dick. Der Kim Jong-un ist 140 Kilo bei 1,75 m. Und Donald Trump ist 160 Kilo bei 1,90 m. Also ich denke, die beiden werden Diabetes haben, eine Fettleber. Und gestern waren sie auch nicht mehr ganz so auf der Höhe. Die werden wahrscheinlich jetzt gleich mal abgewählt. Und dann müssen wir wieder feige Demokraten finden. Was es sicher wird haben in Amerika. Ist ja 80 Mal so gross wie die Schweiz. Und dort werden sie sicher einen feigen Demokrat finden, der das managen kann. Der mit der Wirtschaftslage umgehen kann. Und nicht einfach immer die Säcke füllt mit Geld und nachher noch die Faust im Sack macht auch noch dazu. Und der Kim Jong-un von Nordkorea und der Donald Trump, die müssen wir zuerst mal ein bisschen in die Wüste schicken, dass es ein bisschen weniger geht zum Essen und ein bisschen weniger zum Trinken. Und nachher werden die wieder schön schlank sein. Und das ist auch besser für die Gesundheit und sieht auch besser aus. Sie werden nachher ernster genommen, wenn sie nicht so fette Schweine sind. Und darum muss ich sagen, man soll es bei Wasser und Brot auf Laune halten. Und dann kommt es gut mit den beiden.